Trotzdem muss ich auch sagen, der Schulmedizin fehlt so viel. Und ich will es eigentlich nur dazugeben. Als Arzt bin ich ja diese Frage gewohnt, was fehlt euch, was fehlt dir, was fehlt ihnen? Und ich muss es dazugeben, es kann niemand heil werden durch Wegschneiden von irgendwas oder Unterdrückung. Das kann manchmal das Leben erhalten, aber heil werden geht so nicht. Live-Fest, das Leben als Fest zu begreifen, ist ja eine wunderschöne Idee. Ich freue mich auch, dass ihr wirklich so zahlreich gekommen seid zu so einem festlichen Tag und dass es noch Gelegenheit gibt, das Leben zu feiern. Die Inder sagen ja Lila, das kosmische Spiel. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist es so wichtig, die Spielregeln auch zu kennen in diesem Spiel. Weil als Arzt hatte ich ja mehr mit den Menschen zu tun, die es gar nicht so zu Glück und Erfolg gebracht haben. Die kommen ja selten zu uns. Also es ist mir noch nie passiert, dass jemand gekommen ist und sagt, Herr Doktor, ich bin so ekstatisch verliebt, ich halte es nicht mehr aus. Das ist noch nie passiert. Die kommen Jahre später zu mir und sagen, Herr Doktor, ich halte es echt nicht mehr aus. Er ist entsetzlich. Fragt dann immer, war das eine Zwangsheirat oder waren Sie bewusstlos? Wie konnte das passieren? Naja. Um wirklich zu Glück und Erfolg zu kommen, müssen wir, glaube ich, oft auch einen Blick darauf werfen, was uns daran hindert. Also ich habe so viele Menschen begleitet auf ihrem Weg zu ihrem Idealgewicht, weil ich mich für Ernährung und Fasten immer auch interessiert habe und so weiter. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich gemerkt habe, woran es hängt, wenn es nicht klappt. Das liegt ja nicht an der mangelnden Motivation. Es gibt auch so viele Motivationscoaches und so weiter. Und das funktioniert ja alles gut. Die Leute sind dann schon hoch motiviert. Aber sobald das Niveau ihrer Ausreden etwas höher ist als das Niveau ihrer Motivation, passiert genau nichts. Man braucht gar keine so große Motivation, ehrlich gesagt. Es reicht eine niedrige Motivation, wenn man kaum Ausreden hat. Das ist das Entscheidende, das Verhältnis zwischen Motivation und Ausreden. Insofern bin ich also ein bisschen was geworden wie ein Spezialist für Ausreden und Ausredner sozusagen, die das vorschieben sozusagen. Schauen wir uns die Spielregeln des Lebens ein bisschen an. Aus denen heraus folgt sowas wie Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg. Und ich will euch ja nicht den Tag vermiesen, im Gegenteil, sondern schon zeigen, dass Krankheit auch ein Weg ist. Nicht der Ideale, da kommen wir noch dazu, aber es ist ein Weg zu sich selbst. Und da müssen wir durch den Schatten durch, durch das, was wir eben genau nicht mögen. All diese Ausreden, die uns gar nicht so bewusst sind, so weiter. Also diesbezüglich haben wir dann ein bisschen eine schwierigere Aufgabe vor uns. Wenn wir die Spielregeln anschauen, die unser Leben bestimmen, sind es sehr einfache Regeln eigentlich, die auch in allen Traditionen und Religionen vorkommen. Die drittwichtigste Spielregel ist so, dass alles schon im Anfang liegt. Aber nur die drittwichtigste. Also es kann schwierig beginnen, wie wir es bei Detlef gehört haben, und dann trotzdem noch sensationell werden. Aber es ist doch schon auch eins dieser Schicksalsgesetze. Also den Anfang sollten wir beachten. Wie hat das begonnen? Die Beziehung, die Arbeit. Wir merken ja auch manchmal, wenn die Firma nicht so läuft, fangen wir neu an, machen wir Relaunch, um einen besseren Anfang zu haben, um ein neues Anfangsritual zu haben. Im Endeffekt, wichtiges Gesetz. Malcolm Gladwell hat ein ganzes Bestsellerbuch, Blink, darüber geschrieben, sehr zu empfehlen. Das zweitwichtigste Gesetz ist das Gesetz der Resonanz. Das bedeutet jetzt für den Arzt, für die Medizin, wir bekommen die Krankheitsbilder, zu denen wir Resonanz haben. Die fallen uns nicht zufällig zu, sondern gesetzmäßig zu. Zufall ist das, was uns zufällt, weil wir eine Resonanz dazu haben. Und das gilt aber nicht nur im Bereich Krankheit, das gilt auch für Partner. Am Anfang ist es ja ganz toll, aber mit den Jahrzehnten wird es unter Umständen ein bisschen schwieriger, sich das einzugestehen, das ist meine Wahl, das ist meine Resonanz. Das ist ganz ähnlich mit Chefs. Wir haben unsere Resonanz. Wir sind uns nicht immer ganz bewusst,
inwiefern wir wirklich, wenn man die Politiker anschaut, müssen wir auch eine Resonanz haben, ist ja nicht immer angenehm. Gut, ich will das mit einem kleinen Bild mal darstellen. Also hier ist der Urvater, der mythische Urvater dieser Gesetze, Hermes Trismegistus aus der ägyptischen Mythologie. Und das nächste Bild zeigt uns eine Möglichkeit, unsere Resonanz festzustellen. Was hast du da zuerst gesehen? Ein Reiter, der auf dich zukommt oder ein Reiter, der wegreitet? Frag dich das jetzt mal. Oder wir können das einfach mal feststellen, ich sehe hier nicht so viel. Wer hat denn den Reiter wegreiten gesehen? Könnten die das mal kurz zeigen? Na, schaut mal rum, das sind wenige, aber doch einige. Wer hat ihn kommen sehen? Na bravo, das passt auch zu so einem Thema wie Live-Fest. Natürlich hat das mit unserer Resonanz zu tun. Wir sehen aber alle denselben Reiter. Und einige, vielleicht 5%, sehen genau das Gegenteil von 95%. Das ist unsere Resonanz. Und du könnt ja sofort anfangen, das zu werten, das würde ich nicht tun. Ich kann das natürlich machen, dann sind die Mehrheit ist gleich ganz froh, wenn ich euch sage, die den Reiter haben kommen sehen, das sind die Optimisten. Auf die kommt das Leben zu und denen geht es richtig gut damit. Ja, bravo. Die den Reiter wegreiten sehen, das sind die Pessimisten, denen auch immer alle Fälle wegschwimmen, die sehen das genau umgekehrt. Aber ist das eine besser als das andere? Aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also irgendwie tut ihr mir so ein bisschen leid, zum Beispiel für euren Optimismus im Hinblick auf Atomkraftwerke. Der ist ja tragisch, der deutsche Optimismus. Da bin ich als Österreicher, ich bin so ein adoptierter Österreicher, bin ich doch viel besser dran, genau. Wir waren pessimistisch, pessimistischer als unsere blöden Politiker, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir uns das Thema vom Hals geschafft. Natürlich im Hinblick aufs Leben ist das manchmal anders. Also im Hinblick auf ein Glas Wein oder die Lebenshälfte ist es schon schöner zu sagen, ach schön, der wunderbare Bordeaux und noch halb voll. Das Leben, die zweite Hälfte ist eigentlich die, um die es geht. Die erste war nur Vorbereitung, ich bin richtig froh darum. Das ist die bessere Haltung, als zu sagen, oh, jetzt ist das schon halb leer, der teure Bordeaux, das wird schlecht enden, zum Schluss ist er ganz weg. Das Leben, jetzt kommt nur noch die zweite Hälfte, das wird dann noch zu Ende gehen. Furchtbar. Man kann ja, wenn man so eine pessimistische Weltanschauung hat, wie zum Beispiel mein Berufsstand, die Medizin, die ist ja komplett pessimistisch. Also die können zum Beispiel beweisen, dass das Leben, jedes Leben eine immer tödlich endende Geschlechtskrankheit ist. Ja, es beginnt immer mit Geschlechtsverkehr und es endet immer tödlich, aber man müsste sich, das ist epidemiologisch einfach nachweisbar, man müsste sich damit nicht alles versauen. Also wir müssen uns entscheiden, ganz wichtiger Punkt, das Schwert mal aus der Scheide raus und dann was tun, haben wir ja heute schon gehabt. So, wir müssen uns mal entscheiden, wann ist was sinnvoll? Unser Optimismus, auch manchmal der Pessimismus. Diesbezüglich sind wir relativ frei in der Entscheidung. Ja, es gibt natürlich auch noch Realismus. Ja, es gibt Leute, die sagen, okay, das Glas, 80 Milliliter passen rein, 40 sind noch drin, das sind die unromantischen. Ne? Also, ja. In der Politik könnten die gar nicht gebraucht werden. In der Politik braucht es immer schwarz oder rot und dann heftig. Wenn jemand beide Positionen sieht, wie die Realisten, ist es ja eigentlich ein bisschen eine lächerliche Veranstaltung. Na gut. Und Lachen ist ja sehr gesund. Sehr gesund. Ne? Also macht auch glücklich. Gar keine Frage. Lernen übrigens auch. Das Wichtigste dieser Gesetze ist das Polaritätsgesetz. Das können wir uns an einer kleinen Übung einfach mal klar machen. Schaut mal auf dieses Monster, diese Maske. Und ihr müsst ja keine Sorge haben. Start einfach mal auf diesen roten Punkt, nicht auf mich, ich verändere mich jetzt auch gar nicht in den nächsten 20 Sekunden, länger geht das nicht. Start auf diesen roten Punkt, ohne zu blinzeln. Wenn ein paar Tränen rollen, ist ganz in Ordnung, passt zu diesem Thema Polarität. Und ihr müsst nicht Angst haben, ihr seid auf den Spuren von Goethes Faust, also Stück Faust, da hat er dem Mephisto ja diese zeitlosen Worte in den Mund gelegt. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und wir sind meistens Teil von jener Kraft, die das Gute will und dann das Böse schafft.
Und jetzt schaut da weiter auf diesen roten Punkt und schaut mal, was da passiert. Was sich da entwickelt vor eurem Auge. Jetzt werden die meisten, ohne dass ich euch persönlich kenne, jetzt werden die meisten dort eine Lichtgestalt sehen. Jesus Christus, den Heiland. Da kann auch jemand Che Guevara sehen. Einer von 180 Schweizer Zahnärzten hat da Che Guevara gesehen. Ich habe den spekulativ kennengelernt. Das ist so ein Ewig-Hippie, Alt-Hippie, immer 68er. Der hält Che Guevara für eine Lichtgestalt. Eine Bäuerin vom Chiemsee hat da tatsächlich Hildegard von Bingen erkannt, trotz Bart. Ist ja auch nicht ganz einfach. Na gut, also diesbezüglich, was passiert, wenn wir uns nur 20 Sekunden auf das Dunkle fixieren? Dann konstelliert sich in uns eine Lichtgestalt. Und leider ist es auch umgekehrt so. Wenn ihr euch auf Licht, Liebe und Eierkuchen fixiert, konstelliert sich in euch der Schatten. Wenn ihr nur mit Affirmationsakrobatik, positivem Denken auf Glück und Erfolg losgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im Unglück endet, ziemlich groß. Schaut mich nicht so böse an, ich muss das nicht verantworten. Ich referiere euch das sozusagen. Ja? Aber es ist eine Erfahrung, die in der Medizin ständig kommt. Die Polarität, das ist das entscheidende Gesetz. Und wir wissen das ja letztlich alle. Praktisch alle Friedenspolitiker, die ihr jetzt aufzählen könnt, sind durch Gewalt ums Leben gekommen, und zwar immer durch die Gewalt der eigenen Leute, wenn wir es denn wissen. Also das ist schwer zu akzeptieren, dieser wunderbare Film über Martin Luther King, der dann mit seinem Tod endet, dann steht dort, ist einem Attentat zum Opfer gefallen, aber steht nicht dort, dass es ein Attentat vom CIA war. Das ist aktenkundig, da gibt es eine Gerichtsverhandlung. Loretta King ist entschädigt worden dafür. Der eigene Geheimdienst hat ihn liquidiert. Das kann man bis heute in diesem Oscar-preisgekrönten Film nicht zugeben. Also Schatten ist was Schwieriges, nicht nur für eine ganze Nation, sondern für uns alle, für viele von uns. Wir können das ganz schön, diese Spielregeln an der Partnerschaft sehen. Früher hat man die Partnerschaft eher von den Eltern sozusagen gestiftet. So nach dem Motto, wir haben eine Brauerei, die haben eine Brauerei, braut's was zusammen. Ja, dann haben die gutes Bier gebraut und Kinder bekommen. Das hat übrigens meist ein Leben lang gehalten. Ich meine, vielleicht auch mit dem Prädikat lebenslänglich, aber es hat gehalten. Und heute würden wir das nicht mehr akzeptieren, nach dem zweitwichtigsten Gesetz Resonanz anzufangen. Wir fangen mit dem drittwichtigsten Gesetz an, die Liebe auf den ersten Blick. Das ist das, was wir wollen, dass die Pfeile von Eros, Amor gleichzeitig einschlagen, bei beiden. Und dann haben wir schon mal das drittwichtigste Gesetz auf unserer Seite und dann schauen wir schnell, ob es mit der Resonanz auch klappt. Ne? Also wir gehen dann sozusagen relativ schnell in die Horizontale und dann schauen wir, ob das in Resonanz schwingt. Ja, und wenn er gleich kommt, sie gar nicht und dann so gebastelt, dann lassen wir es heutzutage schon wieder. Das ist keine Resonanz, das wird nichts. So, nehmen wir mal an, es hat geklappt. Sie schwingen wunderbar zusammen und haben da ein herrliches Liebesfest und dann noch mehrere. Was passiert weiterhin? Ob das dann eine lebenslang haltende, glückliche Beziehung wird, das hängt doch sehr davon ab, wie es mit dem Polaritätsgesetz weitergeht. Denn nach spätestens nach drei Jahren ist diese Großhirnverklärung mit der Verliebtheit, die wir ja auch hormonell heute gut bestätigen können, die ist dann vorbei. Und dann fängt der Partner an, also meine Partnerin fängt mir dann an, meinen Schatten zu spiegeln. Die findet mich plötzlich furchtbar geizig. 3 Jahre habe ich mich scheinbar verstellt. Stimmt gar nicht, sie hatte die rosa Brille auf, sie hat es nicht wahrgenommen. Jetzt erinnert meine Sparsamkeit sie an ihre Sparsamkeit, an ihren Geiz. Und wenn sie jetzt eifersüchtig ist, brauche ich mich auch nicht aufführen wie verrückt und sagen, hör auf damit. Das wird nicht funktionieren, denn sie spiegelt mir nur meine Eifersucht. Ich könnte mich gar nicht aufregen, wenn die nicht vorhanden wäre. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch der Punkt, wo ich mir das Krankheitsbild einfach anschauen muss, das Problem anschauen muss. Was sind meine Anteile daran? Nur dann kann das für mich positiv weitergehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und entscheidet über so viel.
Ich habe so viele Lichtarbeiter erlebt, ja, die sich weiß kleiden und leise sprechen und leise gehen und blöde grinsen. Das führt nicht zur Erleuchtung. Es führt nicht zur Erleuchtung. Es führt voll in den Schatten. Wenn ihr euch zur Meditation hinsetzt, kann ich euch, macht es schon 45 Jahre meditieren, 50 fast, kann ich euch garantieren, es passieren zwei Dinge, sind möglich. Entweder es kommt die Erleuchtung oder alles, was ihr im Wege steht. Und meistens bei mir, seit fast 50 Jahren, kommt das, was im Wege steht. Das ist die Aufgabe von Meditation. Zwischenrein haben wir immer mal wundervolle Erfahrungen von Allverbundenheit und so, sonst würde man das beim Sazen wohl nicht durchstehen. Gut. Etwas noch ganz Wesentliches ist, ich will die Schulmedizin nicht weghaben, wollte ich noch nie. Ich bin sogar sehr dankbar, ich habe eine Tochter, Naomi, die ist mit Down-Syndrom geboren worden, hatte so einen großen Herzfehler, dass eigentlich wirklich nur das Wunderwirken von begabten Kunsthandwerkern in der Chirurgie aus diesem Herz ein Herz gemacht haben, mit dem sie heute schon 27 wird, nächsten Monat. Das. Danke. Das wird mich immer mit einer ganz großen Dankbarkeit erfüllen. Da ist wirklich auch jeder Gedanke ein Danke. Trotzdem muss ich auch sagen, der Schulmedizin fehlt so viel. Und ich will es eigentlich nur dazugeben. Als Arzt bin ich ja diese Frage gewohnt, was fehlt euch, was fehlt dir, was fehlt Ihnen? Und ich muss es dazugeben, es kann niemand heil werden durch Wegschneiden von irgendwas oder Unterdrückung. Das kann manchmal das Leben erhalten. Aber heil werden geht so nicht. So, also die Schulmedizin, die kennt von den vier Ursachen, die Aristoteles uns übermittelt hat, eigentlich nur eine. Ja, wir fragen ja immer, warum. Das tun wir noch nicht lange. Erst seit Aristoteles, dessen Lehrer Platon hat noch in Gleichnissen gesprochen, wie alle religiösen Menschen. Also, wenn wir Höhlengleichnis anschauen von Platon, das ist ein Gleichnis. Und Aristoteles wollte dieses unglaubliche Weltbild von Platon verstehbar machen für viele. Und deswegen hat er das in vier Ursachen zerlegt. Und davon ist eine, die aus der Vergangenheit auf die Gegenwart wirkt, die Causa Efficiens. Die ist in der Medizin ganz beliebt. Da kann ich sagen, jetzt, heute habe ich eine Erkältung, weil ich mir vor 3 Tagen irgendwelche Viren da von meinem Freund aufgeschnappt habe. Aber er sagte, es gibt auch eine Causa Finalis, die wirkt aus der Zukunft zurück auf uns. Und es gibt noch eine Musterursache, eine Causa Formalis und eine Materialis Ursache, die ist unstrittig. Wie kann man sich das klarer vorstellen? Nehmen wir mal aus einem Fußballspiel, 90 Minuten ist zu viel für die Wissenschaft, aber so einen Moment können wir rausschneiden. Analyse heißt rausschneiden. Da liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt, sagen wir mal in Rom seinerzeit, und dann an die Breme, rennt plötzlich los und haut auf den Ball. Und wir fragen uns jetzt, warum? Und ihr seid jetzt plötzlich Naturwissenschaftler. Jetzt braucht ihr als Grund für sein Losrennen eine Ursache, die reproduzierbar ist, also immer die gleiche, aus der Vergangenheit auf die Gegenwart. Da bleibt nicht viel. Ja, Foulspiel, Handspiel geht nicht, ist nicht reproduzierbar. Es bleibt nur der Pfiff des Schiedsrichters, der muss immer da sein. Sonst kann der nicht losrennen, sonst gilt das nicht. Und wenn er nicht losrennt, wenn der Pfiff kommt, ist auch schlecht. So, aber die meisten, die ein bisschen von Sport Ahnung haben, wissen, da ist was anderes los. Der will ja ein Tor schießen und Deutschland zum Weltmeister machen. Das ist seine Hauptmotivation. Dafür hat er 20 Jahre trainiert. Wer trainiert 20 Jahre für einen Pfiff? Niemand. Also wir brauchen diese Causa Finalis auch, die ist viel entscheidender. In dem Fall als die Causa Efficiens. Und es gibt auch Spielregeln. Der kann den Ball nicht bei 7 Meter hinlegen. Das kann er beim Handball machen, aber nicht beim Fußball. Das ist die Regel. Der darf auch den Torwart nicht K.O. schlagen, würde ja seine Chancen auch erhöhen. Aber ausgeschlossen. Die Regeln verbieten das. Diese vier Ursachen sind ganz, ganz wichtig. Die müssen wir auch noch dazu nehmen. Und wenn wir das jetzt mal auf ein paar Krankheitsbilder anwenden, nur ganz kurz, da habe ich 64 Bücher dazu geschrieben. Wer sich da weiter interessiert oder in einem Monat nicht mal, gibt es auch ein Wochenende hier in Kissler ganz in der Nähe, kann man das tiefer verfolgen. Und das Schöne ist, es gilt nicht nur für Krankheit, es gilt ganz generell. Also
wenn ich mir anschaue, was wir im Bewusstsein nicht leben, wo das hinkommt, würde ich so mit C.G. Jung sagen, das sinkt in den Schatten. Nur dort bleibt es nicht ruhig, das taucht wieder auf. Es verkörpert sich in unserem Körper. Ja, also nehmen wir so ein Beispiel, was die meisten kennen, das Herz. Herzprobleme sterben bei uns am meisten Menschen dran. Wir sprechen direkt vom Altersherz. Das Altersherz ist so ein großes, physisch großes Herz. Da kommt er nicht mehr auf seinen Hausberg hoch, obwohl er früher immer hochkam. Dann kann er keinen Hügel mehr hoch. Dann kommt er die Treppen nicht mehr hoch. Und dann geht er zum Hausarzt und der macht dann ein Röntgen von seinem Thorax, seiner Brust. Und dann sieht man ein viel zu großes Herz. Da könnte man fragen, ist das überhaupt möglich, ein zu großes Herz? Aus der Kardiologik schon, aus der christlichen nicht. Wir sollen ein großes, weites Herz haben, weil wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das ist übrigens eine krasse Aufforderung zur Selbstliebe. Das ist der wichtigste Metasatz im Christentum, uns selbst zu lieben. Und schön, wenn ihr für die eigene Tradition mal klatscht. So, der nächste Punkt ist, wenn wir uns lieben können, können wir auch noch die anderen lieben. Und das sind ja auch viele ziemlicher Raumbedarf im Herzen. Zweiter Metasatz, liebet eure Feinde. Da haben einige auch einen ziemlichen Raumbedarf im Herzen, ne? Wenn sie alle Feinde lieben sollen. So, ich habe mir da auch ein paar gemacht, in der Schulmedizin zum Beispiel, aber ich habe es gar nicht böse gemeint. Ich will eigentlich nur die anderen Ursachen dazu bringen. Und Klarheit darüber bringen, dass was wir im Bewusstsein nicht leben, in den Körper sinkt. Wenn ich nicht ein großes, weites Herz der Liebe entwickle, kriege ich das auf die physische Ebene. Die Bühne des Lebens, könnte man sagen, ist auch der Körper. Dann sinkt das in den Körper und das Herz wird physisch groß. Und wenn ich über diese 40, 41 Arztjahre zurückschaue, dann habe ich wenige Menschen kennengelernt, 10 vielleicht, die dieses große, weite Herz der Liebe haben. Und keiner von denen hat eine Herzinsuffizienz, so nennt man das nämlich. Ein Bruder David Schneindl-Rast mit über 90 Jahren hat er mir gerade sein letztes Buch gewidmet, der ist glasklar und sein Herz ist in Ordnung. Bert Hellinger, über 90, jetzt 93 müsste Bert sein, der hat keine Herzinsuffizienz. Überhaupt nicht. Ich kenne auch ein paar Klosterfrauen, die sehr dieses große, weite Herz der Liebe leben. Keine Herzinsuffizienz. Aber bei denen mit Herzinsuffizienz, da kenne ich natürlich viel mehr, Hunderte, wahrscheinlich über 1000, da ist keiner dabei mit dem großen, weiten Herz der Liebe. Also ich kann euch ganz deutlich sagen, wir haben gar nicht die Wahl, ob wir ein großes, weites Herz entwickeln, sondern lediglich die Ebenenwahl. Entweder wir machen das im übertragenen Sinn, dann ist es ganz wunderbar und ihr fallt dadurch auch auf. Oder es geschieht körperlich, dann kann die Schulmedizin mit ein bisschen Naturheilkunde, Fingerhut wird da gegeben, Digitalis, noch ein bisschen was mildern, aber heilen ist da nicht. Das Gleiche gilt ähnlich bei Krebs. Was ist denn Krebs vom Wesen her? Ein aggressives, brutales Wachstum, den Zellkern sieht man es am ehesten, was nachher selbstzerstörend wird. Ich meine, Wachstum ist ja nicht schlecht. Wie Naomi so größer wurde, haben wir sie am Türstock immer markiert, die Marken, und haben uns gefreut, wenn sie größer wurde. Wenn alles wächst im Frühling, freut uns das auch. Also nach oben wachsen ist okay, aber dann in die Breite ist schon nicht mehr so gut. Ne? Also wir sollten nicht körperlich das rund hinkriegen, sondern das Leben sollte rund werden, erfüllt nach unserer Tradition. Das ist die Aufgabe für einen Christen, ein erfülltes Leben. Das wäre eine wundervolle Aufgabe. Die Frage ist, womit erfüllt? Na, mit der Polarität zum Beispiel, Yin und Yang. Wir brauchen beides. Und ihr seid früh verbogen worden. Die Hälfte von euch wahrscheinlich ist verbogen worden. Wir testen das kurz. Ihr habt heute schon so viel geklatscht. Wundervoll, braucht ihr jetzt in der Form nicht. Sondern ihr klatscht jetzt mal so zen-mäßig, still, ja, ohne einen Ton zu machen. Ja, ich mache euch das vor. Klatscht mal einfach alle. Und dann schaut mal, welche Hand sich da bewegt bei euch. Und dann werdet ihr feststellen, zum Beispiel, wenn ihr mich anschaut, da bewegt sich die rechte. Ich bin ein Rechtshänder. Aber da gibt es auch einige, die klatschen so, da bewegt sich die linke. Und dann gibt es welche, die patschen. So. Wer von euch weiß denn, dass er ein Linkshänder ist? Könnt ihr mal kurz zeigen? Na schaut mal, das sind ja wieder keine 10%. Wer hat aber jetzt von euch gepatscht oder mit der linken Hand geklatscht oder wer weiß, dass er Linkshänder ist? Könnt ihr mal zeigen?
Das sind jetzt viel, viel mehr. 50% von euch sind Linkshänder und sind frühzeitig verbogen worden. In meiner Volksschule wurde den Linkshändern der Arm an den Sessel angebunden, damit die nicht damit schreiben konnten. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, geschickt seid ihr nur da, wo das Schicksal euch hingeschickt hat. Und wenn das auf die linke Seite ist, würde ich die unbedingt ins Leben integrieren. Das ist auch ein großer Vorteil. Ich bin echt auch ein bisschen beleidigt, dass ich Rechtshänder bin. Weil die ganzen großen Geister unserer Kulturgeschichte waren Linkshänder. Und die haben Zugang zu beiden Hirnhälften. Ja. Also, wenn ihr jetzt links geklatscht habt oder gebatscht habt oder ihr wisst, dass ihr Linkshänder seid, solltet ihr das kultivieren. Das ist eine unheimliche Chance. Sogar als Rechtshänder versuche ich, die Dinge auch oft mit links zu machen. Einfach so locker und leicht. So wie ihr die Jungen das jetzt machen. Smart statt hart. Home is where the Mac is. Und dann kannst du in der Sonne sitzen und einen Haufen Geld verdienen. Ja? Also in Zypern sehen wir die immer wieder. Die sind alle selbstständig natürlich, weil sie einen Mac haben. Und ja, machen die Dinge doch ziemlich mit links. Das würde ich schon raten. Nicht an das Rechte ganz weglassen. Aber die Sprache ist parteiisch, auch wenn ihr nicht so brutal verbogen worden seid. In den USA, wo ich viele Kurse auch mache, ist es 43% Linkshänder anerkannt. Aber trotzdem ist auch die Sprache dort wertend. The right way, righteous, ja, upright. Wir haben natürlich auch den richtigen Weg. Und also ein linker Typ ist natürlich ganz furchtbar. Und zwei linke Hände ist natürlich schlecht. Nein, überhaupt nicht. Es wäre gut, ihr würdet die Linke wieder an Bord holen. Also mit der Polarität leben. Beim Krebsthema waren wir. Wachstum auf der falschen Ebene ist es. Ja? Es geht beim körperlichen Wachstum nicht darum, aber man könnte feststellen, okay, ich brauche dickes Fell. Ich habe Belohnungsspeck oder Kummerspeck. Bitte, Kummerspeck ist lebensrettend. Nehmen wir mal an, so der deutsche Schlager, das Motiv, was es ja aber auch gibt. Du kommst gerade nach Hause, dein Allerliebster ist gerade mit deiner besten Freundin zugange, die haben ein richtiges Liebesfest, du hast irgendwie ein Problem. In der Situation kannst du die beide natürlich erschießen und dich auch, oder nur dich, oder nur sie, oder ihn, oder alles schlechte Lösungen. Da ist doch viel besser, du lässt deinen Gewichtsregler hochsteigen, 20 Kilo plus, es gibt keine Toten, nur du hast Kummerspeck. Der rettet dein Leben und noch zwei andere. Das ist bitte, ist beim Belohnungsessen auch so. Danke, danke. Nicht so lange klatschen, ich habe bloß noch 2,5 Minuten. Also, die Symptome sind immer in Ordnung. Patienten kommen ja zu mir und sagen, ich habe in Krankheit als Symbol, das ist das Nachschlagewerk danach geschaut und ich finde keine Lösung, Herr Doktor. Das ist nie wahr. Die Lösung ist immer das Krankheitssymptom, das Krankheitsbild, das Problem. Es ist nur nicht die beste Lösung. Ich würde euch ja immer raten, schaut nach einer besseren Lösung. Einer, die nicht im Körper sich da austobt, sondern die ihr im Bewusstsein bewältigen könnt. Ja, das Prinzip beim Krebs ist einfach Wachstum, das ist nichts Schlechtes. Das ist so die 9. Lebensbühne. Und das gilt ganz generell. Das ist die zweithäufigste Todesursache bei uns Krebs. Die dritthäufigste sind dann schon die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkungen der Pharmaka. Das ist nicht witzig. Das ist eigentlich total traurig. Das ist Ausdruck unserer von der Pharmaindustrie komplett eingesackten Schulmedizin, wenn man ehrlich ist. Die machen nur noch, was die wollen. Aber ihr habt natürlich die Chance, ihr könnt für euch entscheiden. Ihr könnt es ja anders machen. Ja, also, ihr könnt natürlich das Wachstum auf eine andere Ebene bringen. Und dann müsst ihr schauen, auf welche. Das zeigt das Krankheitsbild. Also, das muss auf den Sinn des Lebens, wenn die Leber betroffen ist. Das muss, wenn der Knochen betroffen ist, auf die Stabilität und die Struktur in eurem Leben. Dort müsstet ihr mutig und offensiv Selbstverwirklichung ohne Ausreden und faule Kompromisse leben. Und das sind jetzt immer die erlösten Ebenen von einem aggressiven, offensiven Wachstum, Ego-Trip-Wachstum, überall soll Krebszelle werden, radikal. Das gilt zu erlösen. Und wie kann man das rausfinden, welche Ebene es da ist? Da müssen wir etwas tiefer gehen. Also, hat Einstein schon gesagt, die Problemebene
ist nie die Lösungsebene. Platon hat gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Wir müssen auf diese Ideenebene. Die Idee bei Krebs ist Wachstum. Und dieses aggressiv, offensive, brutale kann auch schön sein. Mut, Courage, Zivilcourage, entscheidungsfähig, ja, Schwert aus der Scheide und los. Und statt radikal zerstörerisch, selbstzerstörerisch, ohne Ausreden, ohne faule Kompromisse, Radix heißt Wurzel, an die Wurzeln gehend. Also wir könnten es in wunderbarer Weise erlösen. Und das gilt bei jedem Thema und jedem Problem, nicht nur bei Krankheiten. Ihr könnt mit Hilfe dieses Denkens, der Lebensprinzipien, jedes Problem in der Tiefe verstehen und da auch lösen. Das ist möglich. Und das braucht diese Lebensprinzipien-Ebene. Und dann könnt ihr auch vorbeugen. Weil die Schulmedizin kann auch nur Früherkennung. Die ist besser als Späterkennung. Aber vorbeugen bedeutet, ich bekomme das gar nicht erst, weil ich mich entsprechend verhalte. Ja, also ich werde 68 nächsten Monat und war noch bei keiner Vorsorgeuntersuchung, weil es gar keine gibt. Prävention, Prophylaxe ist immer gelogen. Aber ich bemühe mich wirklich vorzubeugen. Bitte, wenn ich weiß, dass ich 93% des Giftes, was ich aufnehme, aus Tierproteinen aufnehme, bin ich intelligent genug, das nicht zu tun. Und ihr auch. Ihr könnt auch Peace Food leben. Und Vorsicht, nicht einfach vegan. Vegan ist nicht unbedingt gesund. Ja, also du kannst natürlich auch Weißmehl und weißen Zucker und Whisky und Wodka und Zigaretten und Zigarren zu dir nehmen. Ist alles vegan. Aber Peace Food meint deutlich mehr. Ja, das ist die beste Vorbeugung auf einer körperlichen Ebene vor diesen Krankheitsbildern. Niemand kriegt einen Herzinfarkt, der sie sich ernährt. Bei Krebs ist das nicht so, aber immerhin. Die zweithäufigste Krebstodesursache ist Dickdarmkrebs. Und wer sich pflanzlich vollwertig ernährt, reduziert sein Risiko um 90%. Okay, bei Brustkrebs und Prostatakrebs nur um 50%. Aber bitte, nichts anderes kann das um 50%. Also ihr habt natürlich die Verantwortung und das heißt Antworten finden. Responsibility, the ability to respond, um das geht's. Und ihr könnt wunderbar antworten. Und da würde ich euch einfach viel Lust zu machen, eure Antworten zu finden auf eurem Weg. Und dann kann aus sowas Grässlichem wie Krankheit, Problemen und so weiter wirklich auch Glück sogar werden und Erfolg. Und das wünsche ich euch natürlich von ganzem Herzen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Rüdiger, danke. Vielen Dank. Danke.